So, Kollege, erzähl mal. Freezer Armeesoldat? Fragezeichen. Ich konnte 6 von diesen Dingern finden, aber wo ist nun der letzte? Laut dem Radar, das die Freezer-Armee mir gegeben hat, sollte der letzte in diesem Gebiet sein. Hey, die Uniform kommt mir bekannt vor. Moment mal, du bist einer von Freezers Leuten, oder? Dieses Gesicht, du bist Son Goku, der Typ, der Lord Freezer besiegt hat. Ja, das bin ich. Also, wenn du hier auf der Erde bist, führst du doch bestimmt nichts Gutes im Schilde, hä? Das siehst du vollkommen falsch. Ich will hier keinen Ärger machen. Also, was machst du dann hier? Er darf nicht herausfinden, wie meine Befehle lauten. Das würde gegen die Verschwiegenheitsvereinbarung verstoßen, die ich als outgesourcer Krieger vom Planeten Zeitarbeit unterschrieben habe. Zeitarbeit ist echt gut. Das muss ich mir merken. Ich glaube, ich finde es gerade viel lustiger, als ich es finden sollte. Wenn er erfährt, dass ich hier bin, um die Dragon Balls zu finden und Lord Freezer wieder zu beleben, bin ich tot. Oder noch schlimmer, gefeuert. So, noch schlimmer ist, dass er gefeuert ist. Aber wenn er tot ist, dann ist doch egal, ob er gefeuert ist oder nicht. Ich muss mir was einfallen lassen und mich aus der Sache rausreden. Ja, ja. Ich suche wirklich was, aber ich habe Probleme, es zu finden. Tut mir leid wegen des Ärgers. Sobald ich es habe, lasse ich dich in Ruhe und verschwinde von diesem Planeten. Ruskana. Es sieht aus, als könnte er Hilfe gebrauchen. Vielleicht sollte ich ihm zur Hand gehen. Na sicher. Los. Du scheinst ziemliche Probleme zu haben, also dachte ich mir, dass ich dir zur Hand gehe. Verstehe. Einen schönen Tag noch. Moment mal. Was, du hast gesagt, du hilfst mir? Oh, wow, also bist du viel netter, als du aussiehst. Jetzt stecke ich richtig in der Patsche. Ich hatte gehofft, er lässt mich in Ruhe. Ich kann nicht zulassen, dass er mir hilft, den letzten Dragon Ball zu finden. Ich muss lügen wie nie zuvor. Hey, alles okay? Ja, ja. Entschuldigung. Deine Freundlichkeit hat mich nur ziemlich baff und sprachlos gemacht. Ich hatte nicht erwartet, dass du deine Hilfe anbietest. Oh, verzeih mir, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Pomelo. Und ich wurde auf Bitten der Freezer-Armee vom Planeten Zeitarbeit hergeschickt. Ich muss wieder lachen. Da du Lord Freezer besiegt hast, wollte ich schon nach Zeitarbeit zurückkehren. Allerdings wurde mein Raumschiff beim Kampf beschädigt. Daher suche ich hier nach Teilen und Materialien für die Reparatur. Okay, ich muss dir also nur dabei helfen, Sachen für dein Schiff zu finden, richtig? Genau. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du sie mir bringen könntest. Alles klar, ich lege direkt los. Schön, dass ich dir helfen kann, auf deinen Heimatplanet zurückzukehren. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, ihn derart auszunutzen. Aber gerade er darf auf keinen Fall wissen, dass ich einen Dragon Ball suche. Sehr nett von dir. Mal sehen, was brauche ich? Das dürfte es ungefähr sein. Ah ja. Überlass das mir. Viel Glück. Es ist meine Chance, den letzten Dragon Ball zu finden. Muss ich das jetzt extra suchen? Nein, das habe ich schon, bis auf raffiniertes Eisen. Oh nö, gerade den Scheiß, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich das krieg. So habe ich von dem raffinierten Eisen zu wenig. Das verstehe ich gar nicht. Ich sammle doch jeden Scheiß ein. Hey!
だいぶ集まってきたな。おりゃ、こいつは。おや、das hier ist zumindest Eisen。木が見せてくるのがわかんな。Oh, das ging jetzt schnell. Danke. Cool. Ja, ich weiß. So, du Zeitarbeiter. Was? Du hast schon alles gefunden? Lass mal sehen. Ja, das dürfte funktionieren. Vielen Dank. Das ging so schnell. Ich habe den letzten Dragon Ball noch nicht gefunden. Und wo ist dein Raumschiff? Du musst es doch reparieren, oder? No! Oh, es ist nicht hier. Um zu finden, was ich brauche, bin ich überall herumgereist. Ich kenne eine Person, die ziemlich gut im Reparieren von Raumschiffen ist. Wenn du möchtest, kann ich dich vorstellen. Ja. Oh nein, ist schon in Ordnung. Ihr Name ist Bulma. Ich schwöre, sie hat's richtig drauf. Oh? Nein, danke. Warte mal. Hast du gerade ihr Name gesagt? Ach so, ihr Name gesagt? Ist sie eine Frau? wenn das so ist, wie ist sie denn so? Ist sie ein junger Feger mit atemberaubenden Kurven? Was ist mit den Leuten, Digga? Als ob die da auf die Erde kommen und dann direkt da einfach nur so... oder was? Junge, das kannst du aber auch keinem erklären, ne? Naja, sie hat einiges gemacht, um jünger auszusehen. Aber was hat das mit Wesen zu tun, was? Ach so, wegen flotter Feger. Wesen? Was? Nein, ich wollte wissen... Ach, vergiss es. Was für ein Jammer. Klingt, als wäre sie nicht mein Typ. Als ich hier eingetroffen bin, war ich ziemlich erstaunt. Auf diesem Planeten wimmelt es nur so von hübschen Frauen. Auf meinem Heimatplaneten ist ziemlich wenig los. Niemand bleibt lang da. Nach einem Hi, wie läuft's bei dir? Geht es sofort wieder zum nächsten Job auf einen anderen Planeten. Deswegen würde ich gern hier bleiben, um den Planeten und die Damenwelt ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht finde ich hier ja sogar meine bessere Hälfte. Oh. Du klingst, als würdest du genauso sehr auf Mädels stehen wie Muten Roshi und Oolong. No! Das war nur ein Witz. Oh nein, jetzt ist mir rausgerutscht, dass ich ein Fan der weiblichen Gestalt bin. Ich muss vorsichtig sein, sonst ist mein Ruf als Brüder Profi dahin. Muss irgendwie die Kurve kriegen. Wow, schwieriges Publikum. Du verstehst wohl meinen Humor nicht. Aber wie dem auch sei. Mir knurrt ziemlich der Magen. Diese ganze Sucherei hat mich wohl eine appetitanregende Wirkung auf mich. Mann, was hab ich Hunger. Ich könnte wirklich was Leckeres von der Erde vertragen. Wenn ich diesen Planeten sowieso bald verlasse, möchte ich die restliche Zeit daraufhin noch genießen. Jetzt bist du also auf der Suche nach was zu essen, hm? Denke, ich könnte dir da helfen. Ja, er hat es mir abgekauft. Hätte nicht gedacht, dass er so leichtgläubig ist. Und wenn er nach dem Essen sucht, verschafft es mir mehr Zeit. Wow, bin ich gut. Also, welche Art von Erdspeisen möchtest du denn? Gute Frage. Die seltenste und köstlichste Frucht, die ihr habt. Die seltenste und köstlichste Frucht? Ich habe vor meinem Eintreffen ein bisschen über Erdfrüchte recherchiert. Ein paar davon fand ich interessant. Was? Wow, du kennst dich ja wirklich aus. Ich bin beeindruckt. Okay, ich mache mich sofort auf die Suche. Der Knabe hat irgendwas total Reines an sich. Er hat nichts von dem angezweifelt, was ich ihm gesagt habe. Ich will ihn doch nur dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen.
Also, mal sehen, wenn du die hier für mich finden könntest, wüsste ich das sehr zu schätzen. Ach so, ja, davon habe ich ein paar Millionen. Ah, mein Herz bringt mich noch um. Ja, irgendwie, oh, das ist so eine beschissene Filler-Ding. Hätte ich das gewusst, hätte ich die jetzt vielleicht nicht unbedingt angenommen. Hätte ich vielleicht mich lieber mit Berus geprügelt. Aber zum Glück müssen wir nicht losziehen, denn ich habe davon ein paar Millionen im Inventar. So, Hallöchen, ich bin schon wieder da. Fuss! Entschuldige die Verspätung, bitteschön. Oh, schön, wie es aussieht, hast du alle gefunden. Und dann von jeder auch noch richtig viele. Ja, wenigstens konnte ich den letzten Dragon Ball finden, während Son Goku die Früchte gesucht hat. Endlich habe ich alle 7. Jetzt muss ich unsere Zeit nicht mehr vergeuden. Damit belebe ich Lord Freezer wieder und bringe meinen Auftrag zu Ende. Aber irgendwie werde ich diese Schwere in meinem Herzen nicht los. Der Knabe hat sich all diese Mühe für mich gemacht. Auch wenn ich einen Auftrag zu erledigen habe, kann ich jemanden, der so nett ist, nicht einfach ins Gesicht spucken. Das wäre noch unprofessioneller. Es bringt nichts. Ich kann das nicht mehr. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Entschuldigen? Wofür? Die Wahrheit ist, das war alles eine Lüge. Alles, dass ich mein Raumschiff reparieren musste, dass ich die Erdfrüchte essen wollte, alles nur erfunden. Was? Du hast gelogen? Warum denn? Während du nach den Dingen gesucht hast, um die ich dich gebeten hatte, war ich auf der Suche nach dem, was ich wirklich wollte. Ich wollte einfach nicht, dass du herausfindest, was es ist. Also habe ich alles getan, um dich abzulenken. Wonach hast du denn wirklich gesucht? Danach. Dank dir konnte ich alle finden. Hey, das sind die Dragon Balls. Du hast alle 7. Ich wurde angeheuert, um sie zu finden und unter Umständen auch zu benutzen. Aber ich bringe es einfach nicht mehr fertig, jemanden zu täuschen, der so gutherzig ist wie du. Vielleicht bin ich ja ein schrecklicher Auftragskrieger vom Planeten Zeitarbeit. Aber wenigstens kann ich versuchen, keine schlechte Person zu sein. Bitte nimm sie. Was? Du gibst sie mir? Natürlich. Bitte nutze sie gut. Wenn nicht für dich, dann für mich. Thank you. Ah, cool. Ich wurde angeheuert, um die Dragon Balls zu finden und Lord Freezer, falls nötig, wiederzubeleben. Was soll ich mir nur wünschen? Aber wenn Lord Freezer wieder aufersteht, wird mit diesem tollen Planeten zweifellos irgendwas Schlimmes passieren. Das Einzige, was mir als Wunsch in den Sinn kommen ist, jemanden zum Kämpfen zu haben, der super stark ist. Die heißen Mädels auf diesem Planeten sind in Sicherheit. Und ich kann beruhigt sein. Vielleicht könnte ich ja noch etwas näher... Könnte ich sie ja noch etwas näher kennenlernen. Hey, ich kenne genau den Richtigen, der mir eine echte Herausforderung bieten kann. Wenn jemand stark genug ist, dann er. Oh, ich wette, seine Freunde kämpfen auch gegen mich. Hehe. Jetzt werde ich auf jeden Fall stärker. Damit wäre dann wohl alles klar. Komm, Shenlong, erfülle meinen Wunsch. Oh. Was ist denn jetzt los? Was kommt denn jetzt? Sprich deinen Wunsch aus. Ich werde dir jeden erfüllen. Hol Freezer und seine Freunde zurück. Was? Nun gut, dein Wunsch wurde gewährt. Leb wohl. Was hast du getan? Ja, ich denk's mir auch gerade so. Hä, what the fuck, was ist denn jetzt los? Freezer und seine Männer wurden wiederbelebt. Warum solltest du dir sowas wünschen? Ich dachte mir, dass ein Kampf gegen Freezer eine gute Möglichkeit wäre, stärker zu werden. Ganz schön clever, was? Dann heißt das,
Ich hätte mir die Gewissenskrise auch sparen können. Anscheinend musste ich diesmal nicht so lang auf die Wiederbelebung warten. Obwohl es lästig war, hat es sich als kluge Entscheidung erwiesen, dich als Zusatzversicherung anzuheuern, Pomelo. Ich muss dir wohl dafür danken. Moment mal, was macht diese Person da neben dir? Hehe, ich bin derjenige, der dich zurückgewünscht hat, Freezer. Ich wollte unbedingt nochmal gegen dich kämpfen. Nani? Was hat das zu bedeuten, Pomelo? Erkläre das! Son Goku war so nett zu mir, da habe ich ihm die Dragon Balls gegeben. Willst du mir etwas sagen, dass du meine Befehle missachtet und die Dragon Balls ausgerechnet meinem Erzfeind Son Goku gegeben hast? Ich möchte mich aufrichtig dafür entschuldigen, Lord Freezer. Unfassbar! Mir fällt keine größere Beleidigung ein, als von diesem erbärmlichen Affen ins Leben zurückgeholt zu werden. Ich bin äußerst ungehalten. Pomelo, du wirst für deine Befehlsverweigerung bestraft werden. Warte, Freezer. Er ist kein schlechter Typ. Wenn du deinen Frust an jemanden auslassen willst, lass ihn an mir aus. Du hast ernsthaft vor, diesen wertlosen Wurm in Schutz zu nehmen? Na gut, dann töte ich euch einfach beide. Schon viel besser. Los geht's, Freezer. Freut sich sogar darüber. Ja klar, freuen wir uns. これ切れ潰された色ですね。粉々にして差し上げますよ。こんな調子に乗るんじゃありませんよ。粉々にして差し上げますよ。こんな調子に乗るんじゃありませんよ。粉々にして差し上げます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 よ。粉
Es tut mir so leid, dass ich dich enttäuscht habe, Lord Freezer. Nicht so schnell, Freezer. Dieser Herr hat die Dragon Balls gefunden, oder nicht? Und da er sie Son Goku gegeben hat, wurdest du schließlich wiederbelebt, oder nicht? Wenn du mich fragst, verdient er es, als einer deiner besten Männer belohnt zu werden, findest du nicht auch, Freezer? Ja. Allerdings, trotz deiner nicht gerade wünschenswerten Methoden, hast du deine Pflicht, mich wiederzubeleben, erfüllt. Ich werde keine Mühen scheuen, um deine Leistung zu belohnen. Immerhin bin ich gut zu denjenigen, die mir dienen. Wo? Wirklich? Aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und eine einmalige Sache, verstanden? Also sag mir, was du willst, bevor ich es mir noch anders überlege. Ha, schau an, Freezer. Du bist sowas wie ein witziger Shenlong. Nee, wie ein winziger Shenlong. Alter, ich kann nicht mehr lesen, ey. Ich glaube, 2 Stunden ist halt doch schon zu lang, ne? Still, ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Also, wenn du darauf bestehst, da gibt es eine Sache, die ich schon eine Weile im Sinn habe. Ui. Guck's endlich aus und vergiss nicht, mit wem du redest. No. Könntest du die Erde vielleicht nicht zerstören, sondern sie einfach in Ruhe lassen? Lani? Was? Dieser Planet ist mir ziemlich ans Herz gewachsen. Naja, oder vielmehr die Frauen hier. Du bittest mich, diesen Planeten zu verschonen? Oh, eine reizende Idee. Das würde Meister Beerus bestimmt auch gefallen, wenn man bedenkt, wie sehr er die Erde mag. Ich bin mir sicher, dass es auch dir nützt, wenn du den Planeten in einem Stück lässt, Freezer. Ich mag diesen Planeten, aber das könnte sich auch ändern. Also, warum lässt du die Erde dann nicht einfach bis auf Weiteres in Ruhe? Unglaublich, dass ich vor Beerus so etwas Absurdes spreche. Ich schätze, zurzeit kann ich erstmal nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Na schön, ich nehme Abstand von der Zerstörung dieses Planeten. Zumindest bis auf Weiteres. Danke, Lord Freezer. Es ist geschafft, es ist wirklich geschafft. Jetzt habe ich genügend Zeit, um die Mädels von der Erde kennenzulernen. Unglaublich. Da du schon mal da bist und den Planeten nicht zerstörst, würde ich empfehlen, die hiesige Küche auszuprobieren. Du wirst erstaunt sein. Ich denke darüber nach. Verdammt, man hat mir gesagt, Pomelo wäre die Creme de la Creme des Planeten Zeitarbeit und ein Vollprofi. Es versteht sich wohl von selbst, dass ich seine Dienste nicht mehr in Anspruch nehmen werde. Ich hebe unseren Vertrag auf. Nicht schlecht, Freezer, aber lass dir ja nicht einfallen, irgendwas Bösartiges zu unternehmen. Tut mir leid. Habe ich dir nicht gesagt, dass du ein schmutziges Saiyajin-Maul halten sollst? Alles klar, alles klar. Boah, so viel Gequatsche, ey. Junge, 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 geht es mal weg? Danke. Genieß den Frieden, solange du es noch kannst. Ich werde dich nämlich auf jeden Fall dafür leiden lassen, den allmächtigen Freezer so herabgesetzt zu haben. Ja, ja, und da lebt der Freezer auch hier im Spiel wieder. Auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, muss man sagen. Ich gehe aber erstmal ans Lagerfeuer. Ich muss mich
erholen. Der hat uns ganz schön aufs Maul gehauen. Okay, ich muss die Kämpfe hier... Das ist das Gleiche. Ein bisschen ernster nehmen. Ich muss, ja, wieder tryharden. Offenbar. So, was haben wir denn jetzt noch? Rache gegen Vegeta. Dafür müssen wir Vegetas sein. Okay, also wir müssen die machen und dann die. Alles klar. Vorher möchte ich doch mal nach zu Beerus Planeten fliegen. Haltet doch einfach alle euer Maul, ey. Das ist unfassbar. So, schön, dass die Windgeräusche hier wieder so laut sind. Dann reisen wir mal zum Planeten von Beerus und schauen mal, was hier so abgeht. Haben wir hier noch Nebenquests? Nö. Limit Breaker Training. Ja, das ist das. Super Stufenaufstieg. Da kriegen wir das ultimative Zeugs. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und was kriegen wir von Beerus? Ja. Fordere den Gott der Zerstörung heraus. 2. Bekommen wir ultimatives Weihwasser 40. Okay, ich dachte, wir haben hier auch noch Nebenquests, aber offenbar nicht. Aber ich glaube, ich werde jetzt... Huch, da hat man meinen Stuhl wahrscheinlich knarzen hören. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen. 2 Stunden 26 ist schon wieder ordentlich und ich merke, ich... Ich komme gerade mit dem Vorlesen irgendwie nicht mehr so ganz klar. Ja, das Vorlesen ist ja jetzt das, ja, nicht so meine Stärke. Oh Mann. Ja. Ich glaube, ich könnte es auch mal vertragen, dass ich wieder ein bisschen rumlaufe. Weil mir schon wieder die Beine wehtun vom vielen Sitzen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zur Hauptstory. Da werde ich dann speichern. Da oben sind ja noch diese Berserker-Gegner. Ich weiß nicht, was es bringt, die nochmal zu besiegen. Ich meine, wir haben es schon mal gemacht, deswegen mache ich es jetzt in der Aufnahme nicht nochmal. So. Wir gehen mal zur Weltkarte. Die Dragon Balls. Naja, werde ich jetzt, wie gesagt, nicht nochmal einsammeln. Ich gehe mal wie immer zu Son Gokus Haus. Für die Verabschiedung. Und dann machen wir beim nächsten Mal die DLCs fertig und dann haben wir auch Dragon Ball Z Kakarot so ziemlich durchgespielt, ne? Ich meine, wir haben jetzt halt alle Charaktere gelevelt. Ich werde nochmal gucken, Trunks. Trunks ist vollständig gelevelt. Der, ja, muss halt nur noch auf Level 300.
Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht noch so viel spielen und machen, dass da jetzt halt jeder Charakter auf Level 300 ist. Ist ja auch, ja, mehr oder weniger überflüssig. Ich kann ja einfach mit Son Goku rumfliegen und alles one-hitten, ist ja kein Problem. Oder mit Vegeta. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir müssen nochmal irgendwie gegen Beerus fighten im Super Saiyajin Blue DLC, aber ja, irgendwie nicht. Gut, ja, dann machen wir das beim nächsten Mal, die zwei Nebenquests. Dann starten wir in den Future Trunks DLC. Mal gucken, wie lang der geht. Das soll es ja doch ein bisschen was geben, ne? 6 neue Nebenstories, ja, da werden wir wieder vieles vorlesen müssen. Na, da können wir ja uns noch was freuen. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo da, Kommentare, falls ihr irgendwie Fragen habt zu dem Spiel. Ich würde mal behaupten, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus mit dem Game inzwischen. Und dann, ja, sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. さて、どうすかな。